Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute mal ein Fragen- und Antworten-Video der etwas anderen Art. Das heißt, ich habe auf Snapchat mal nachgefragt, ob jemand Fragen hat und die konntet ihr mir da gerne als Snap schicken. Das heißt, ich werde sie mir in diesem Video anschauen. Dabei werde ich da in den Bildschirm meiner Camcorder schauen, damit ihr, so wie auch ich, das Video halt sehen könnt. Und ja, dann fangen wir doch gleich mal an damit. Ach ja, und auf Instagram habe ich auch nachgefragt, da gibt es jetzt auch die Story-Funktion. Und dann konntet ihr mir per Privatnachricht auch Fragen stellen, da werde ich auch noch einige mit ins Video nehmen. Aber erstmal schauen wir jetzt mal die Snaps an und gucken dann mal, was da so drin passiert und ob überhaupt irgendjemand eine Frage gestellt hat oder was auch immer das für Snaps sind. Schau mal nach. Ach ja, und hier mein Handy. Das ist nicht mehr das Allerschnellste, es hat so ein paar Probleme. Ich bräuchte dann bald mal ein neues, aber es funktioniert auf jeden Fall noch, nur es ist halt ein bisschen langsam, hakt manchmal und spielt die Videos auch nicht ganz flüssig ab. Also nicht, dass ihr euch fragt, hä, hakt da, ist mein Handy das? Nein, mein Handy spielt das so ein bisschen schlechter ab, aber es funktioniert trotzdem noch, es geht noch, es ist halt nur nicht mehr ganz so fließend. Hinten die Handyhülle finde ich mega, mega schön. Die hat nämlich Missy mir zum Geburtstag geschenkt. Und wie ihr seht, sind da Schneewittchen und Shelty drauf. Und ich drauf und das S. Das S-Symbol mit dem heiligen Schein und den Flügeln und ja, ich liebe diese Handyhülle und ja, so sieht's aus. Dann fangen wir doch jetzt wirklich mal an nach dem ganzen Gerede. Ich öffne mal Snapchat und werde mir jetzt hier einige eurer Snaps anschauen. Falls eure Snaps nicht dabei sind und eure Fragen, seid nicht traurig. Ich beantworte die dann nachträglich nochmal übers Handy. Genau. Die erste Frage ist, schminkst du dich? Ich schminke mich wirklich relativ selten, also nicht wirklich oft, zu Geburtstag, Weihnachten, Festen schon und jetzt für dieses Video auch so ein bisschen, halt Wimperntusche und so, aber nicht wirklich viel. Oder wenn wir mal irgendein Fotoshooting machen, aber sagen wir mal von 365 Tagen im Jahr vielleicht 65, aber auch nicht so richtig mit Make-up oder so, sondern einfach nur so ein bisschen Wimperntusche und Rouge. Ja, aber wirklich nur zu irgendwelchen besonderen Tagen eigentlich, also im Alltag oder so, gar nicht. Was ich auch noch dazu erwähnen muss, ich werde halt nicht alle Fragen reinnehmen, weil manche Fragen habe ich auch schon in anderen Fragen- und Antworten-Videos beantwortet. Von daher könnt ihr da ja auch mal vorbeischauen und wenn ich komplett alle anderen auch reinnehmen würde, dann wird das Video einfach viel zu lang werden. Meine Frage an dich ist, für wie viel Geld du Schneewittchen und Shelty hergeben würdest? Ich glaube, ich weiß schon deine Antwort, aber es ist eine interessante Frage. Ich hoffe, ich komme ins Video, steht da. Natürlich kommst du in mein Video. Also, du hast die richtige Antwort schon erraten, würde ich mal sagen. Für kein Geld der Welt würde ich jemals Schneewittchen und Shelty hergeben. Hallo, ich wollte fragen, wie es dir geht und wie du so zufrieden bist und ob du gern ein Reitpferd hättest. Also, mir geht es soweit echt super. Gerade haben wir Wochenende, von daher passt das. Und ein Reitpferd oder Reitpony hätte ich an sich schon gerne, aber zeitlich und geldlich ist es momentan einfach nicht möglich. Mal sehen, vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht. Also mit Schneewittchen und Shelty bin ich mega zufrieden, aber zeitlich und geldlich ein drittes Pony ist momentan einfach nicht drin. Warum hast du Schule gewechselt? Machst du jetzt eine Ausbildung, steht dort. Also, ich habe ja meinen Realschulabschluss absolviert. Das heißt, auf meine frühere Schule kann ich nicht mehr weitergehen, weil da geht es nur bis 10. Klasse. Nun mache ich erstmal ein Jahr höhere Handelsschule und danach möchte ich eine Ausbildung zur Erzieherin absolvieren. Mal sehen, was daraus wird oder ob ich doch was in irgendeine andere Richtung mache. Jedenfalls habe ich das vor und muss dieses eine Jahr jetzt leider aus verschiedensten Gründen dazwischen schieben, aber das ist so mein momentaner Weg. Meine Frage ist, ob du noch ein Pony kaufen möchtest, also ein Shetty? Ob ich noch ein Shetty kaufen würde? Also, da ist es auch einfach so zeitlich und geldlich momentan nicht möglich. Vielleicht, man weiß ja nie, wo das Leben hinführt, wenn ich mir doch irgendwann mal ein drittes Pferd zulegen sollte, was eigentlich eher nicht der Fall sein wird, aber man kann ja nie wissen, könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein Shetty wird, aber an sich zeitlich und geldlich einfach nein. So, hier haben wir eine Nachricht mit einem sehr schönen Bild. Ich kann euch die Nachricht einmal kurz vorlesen. Meine Frage für das Video. Wohnst du an in der Nähe von der Nordsee oder Ostsee? Schau schon lange deine Snaps und deine Videos und würde mich freuen, wenn meine Frage beantwortet wird. Also ja, wir wohnen schon in der Nähe von der Nordsee. Jetzt nicht direkt Nordsee, aber in Niedersachsen. Und wenn man das ganz grob sehen möchte, auch in der Nähe von der Nordsee. Also ganz grob, wirklich. Also meine Frage ist, wie alt deine beiden, wie alt Schneewittchen ist und wie alt Shetty ist. Also, Schneewittchen und Shelty sind beide 6 Jahre alt bzw. jung, je nachdem, wie man das nennen möchte oder ja, also 6 Jahre.
Socken, die du zum Reiten anziehst? Wie viele Reitsocken ich habe? Einige. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Da hängen jetzt, ich meinte, ich zähle mal kurz durch, wie viele bei mir im Zimmer sind. Also bei mir im Zimmer hängen gerade 20 Socken, da gibt es natürlich auch noch welche, die in der Wäsche sind und so, also so um die 20 würde ich meinen, aber ich benutze sie ja nicht unbedingt fürs Reiten, ich ziehe die ja auch so zwischendurch an, weil irgendwelche Socken muss ich so oder so tragen und zu einer Reithose sind die halt sehr schick. Ich wollte dich fragen, wie du denn darauf gekommen bist, dir zwei Ponys zu holen und wann du sie gekriegt hast und so alles und ja. Ja, wie ich darauf gekommen bin, warum ich sie bekommen habe, wann ich sie bekommen habe, alles Mögliche, habe ich auch schon mal kurz in einem anderen Fragen- und Antworten-Video beantwortet. Müsst ihr einfach mal nachschauen. Aber da wirklich ziemlich, ziemlich viele danach fragen, werde ich sicherlich irgendwann mal, ihr wisst ja, bei mir ist es mit der Zeit immer so fraglich, wann ich es schaffe, aber ein Video dazu machen, wie das halt alles so dazu gekommen ist. Ich denke mal schon, dass ich das machen werde, aber die Kurzfassung könnt ihr in einem früheren Video anschauen. Das war es von 2014 oder so, aber es ist halt ganz grob erklärt und ja. Und viele fragen ja auch, warum es gerade Shetties sind und dazu kann ich einfach als Kurzfassung sagen, wie das Leben gerade spielt oder wo auch die Liebe hinfällt. Da kannte wohl jemand auch das Gedicht, was ich gestern Abend auch gesagt habe, als ich den Mond gesehen habe. Ja. Ob ich mal ein How-To-Video machen kann? Ja. Und ich grüße dich hiermit auch ganz herzlich, Marlene. Also, liebe Grüße an dich. Und ein How-To-Video, was meinst du denn genau damit? Also, meinst du, wie ich Zirkuslektionen beibringe? Weil da finde ich es immer ein bisschen fraglich, weil jedes Ponypferd ja anders lernt. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich so etwas machen möchte. Oder meinst du zum Beispiel als How-To-Video, wie ich eine Schabracke verschönert habe oder irgendwie sowas in der Art? Hier fragt jemand, wann ich Geburtstag habe. Ich habe am 14. Januar Geburtstag, also im Jahr 2000 bin ich geboren. Die Person kenne ich, die liebe Missy. Ja, Missy, herzlich willkommen in meinem Video. Grüßen wir alle Missy. Hey, Missy! Und dann gab es noch eine Frage, die habe ich jetzt erst nachträglich bekommen, die werde ich aber trotzdem noch beantworten. Und diejenige hat gefragt, ob es bei Schneewittchen und Shelty eine Rangordnung gibt, beziehungsweise wer Rang höher ist. Und da kann ich ganz eindeutig sagen, zum Beispiel beim Futter ist Shelty eindeutig der Futterchef. Also ich würde sagen, Shelty ist Rang höher. Ja, das dazu. Hallo Nele, ich finde deine Videos sehr cool. Ich wollte fragen, ob du dir noch mehr Eskadron-Schabracken holst. Ich habe auch einen Shelty, das heißt Chef. Und mit dem mache ich YouTube, da heiße ich Joan Chef. So, und gerade ist noch ein Snap bei mir eingetroffen. Und da ich das Video erst nachträglich schneide, kann ich die Frage noch beantworten. Also, ich habe bis jetzt eine Eskadron-Schabracke. Und das ist die Banana, die ist ja verkleinert, die habe ich verkleinert gekauft, also kleiner genäht. Und an sich habe ich nicht unbedingt vor, mir generell eine Eskadron-Schabracke zu kaufen, aber man weiß ja nie. Aber es gibt natürlich auch viele andere Schabracken, die gut sind, außer Eskadron. Also mal sehen, wenn eine Farbe gefällt, dann ja. Genau, das dazu. So, das war's jetzt mit den Snaps. Ich hoffe, das war einigermaßen übersichtlich. Ich habe sowas ja noch nie gemacht, mit Handy in die Kamera halten, selber drauf gucken, dabei die Frage noch zu beantworten, Frage noch zu lesen. Ich hoffe jedenfalls, dass es nicht zu durcheinander war und dass ihr einigermaßen mitgekommen seid. Ja, jetzt werde ich nochmal auf Instagram nachschauen und dann noch ein paar Fragen beantworten, die da halt per Privatnachricht gestellt wurden. Da wollen wir doch mal schauen. Immer noch ganz, ganz viele Fragen, wie ich zu meinen Ponys gekommen bin und warum Shetties und all sowas. Also das habe ich jetzt schon grob beantwortet und könnt ihr auch nochmal in anderen Videos nachgucken. Und da so viele danach fragen, werde ich sicherlich nochmal ein gesondertes, ein extra Video dazu machen. Hier fragt jemand, wie groß Schneewittchen und Shelty sind. Also Shelty ist 90 cm groß und Schneewittchen ist 84 cm groß. Wie heißen deine Hasen bzw. Kaninchen? Ja, das ist auch eine gute Frage, die habe ich so jetzt noch nicht im Video beantwortet. Also mein Kaninchen Peter, mein Kaninchen Liska und mein Kaninchen Krümel, so heißen meine drei Kaninchen. Seit wann hast du Schneewittchen, Shelty und Merlin? Also Schneewittchen und Shelty habe ich seit dem 10. November 2010 und Merlin, ich glaube es war Februar 2012. Gab es schon mal Tage, wo du dir gewünscht hast, du hättest die Ponys nicht? Nein. Also es gibt immer mal Momente, wo man sich denkt, oh, wie wäre das Leben jetzt, wenn man jetzt nicht die und die Pflichten hätte, wenn man jetzt nicht nochmal nachts im Kalten oder keine Ahnung rausgehen müsste zum Füttern. Oder wie wäre es, wenn man jetzt einfach von der Schule kommt und nichts mehr zu tun hätte, so komplett gar nichts. Oder wie wäre es, wenn man einfach zum Geburtstag geht und weiß, man kann lange aufbleiben und keine Ahnung. Also es gibt ganz verschiedene Gründe, wo man sich denkt so,
Ja, wie wäre eigentlich das, wenn? Aber ich möchte niemals darauf verzichten, meine Tiere zu haben und bin einfach überglücklich, sie zu haben und ja, definitiv nein, ich würde niemals auf sie verzichten wollen. Dann fragt hier jemand, was ich mit Schwittchen und Shelty noch erreichen möchte. Ja, an sich auf jeden Fall. Gesund bleiben ist immer wichtig, Spaß haben im Leben, glücklich sein, das sind so die Hauptdinge. Ich denke mal, die will grundsätzlich jeder. Was ich mir noch wünschen würde, was echt cool wäre, wenn ich irgendwann mal mit den Sulki oder Kutsche fahren könnte. Vielleicht auch draußen oder über die Weide, aber das ist so ein Ziel. Es wäre toll, wenn man es erreicht. Wenn nicht, ist es auch so. Ja, das wäre so ein Ziel, was ich jetzt nennen würde als Ziele. Und ansonsten einfach Bindung stärken, Vertrauen stärken und für immer zusammenbleiben. Wünschst du dir manchmal, dass du öfter reiten könntest? Ja, also es wäre natürlich schon cool, wenn man das öfter machen könnte und so, aber da fehlt mir auch einfach die Zeit, das regelmäßig zu machen. Ich reite ja ab und zu bei Freunden, mal hier auf dem Pony, da auf dem Pony, so ungefähr. Aber ja, an sich würde ich schon gern wieder öfter reiten und auch regelmäßiger reiten, aber mal sehen, was da die Zeit so bringt. Hast du eine Pflegerin oder RB auf den beiden? Also Reitbeteiligung geht ja schon mal nicht, weil an sich werden sie nicht geritten. Also meine kleine Schwester saß schon mal drauf, meine Cousine, aber das kann man ja nicht richtig reiten nennen, sondern so Pony-Reiten im Sinne von geführt werden. Und nein, ich habe es nicht. Ich mache alles soweit selber. Also mein Opa hilft mir ganz viel. Zum Beispiel füttert er die, wenn ich krank bin, oder macht auch die Hufe sauber oder lässt sie raus, wenn ich in der Schule bin. Hat solche, grundsätzlich versorgende Dinge macht er. Und ansonsten, wenn ich mal länger krank bin, führt auch mal meine Schwester, Schneewittchen und Shelty oder so. Aber ansonsten mache ich wirklich alles alleine und würde mir jetzt auch nicht unbedingt jemanden holen wollen, der das macht, weil schließlich habe ich Schneewittchen und Shelty ja, damit ich selber mache. Und ja, von der Zeit passt das auch alles. Von daher, ich mache es so gut wie alleine und bekomme halt Unterstützung von meiner Familie hier und da. Genau. Dann fragt jemand, ob ich Schneewittchen und Shelty selber so genannt habe oder ob sie schon so hießen. Und dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht, also ein Video nur über die Namen und Spitznamen von Schneewittchen und Shelty. Müsst ihr einfach mal im Kanal gucken. Wie lange ich schon reite und ob ich vorhabe, mehr zu reiten. Das mit dem mehr zu reiten habe ich ja schon beantwortet und wie lange ich reite. Also ich bin früher mal Freunden und so, mal auf dem Pony geritten und so, mal Pony reiten hier und da. So richtig seit 2008, das war im Juli 2008, bin ich 2 Jahre regelmäßig einmal in der Woche im Unterricht geritten. Aber habe es dann, als ich Schewitty und Shelty bekommen habe, aufgehört und seitdem bin ich nicht mehr viel geritten. Grob gesagt vielleicht 10, 20 Mal in den 6 Jahren so ungefähr, aber ja. Also insgesamt 2 Jahre regelmäßig und den Rest halt nicht wirklich so viel und nicht dauerhaft. Ob ich mal Freiarbeit mit Schwittchen und Shelty machen möchte, also komplett frei. Ja, draußen ist das natürlich so eine Sache, da ziehen die viel zu viel zum Gras und so, da würde ich jetzt nicht unbedingt austesten. Aber jetzt auf dem Platz mache ich ja neuerdings auch viel mit Halsring, was auch echt super funktioniert. Und mal ganz frei, es kommt immer drauf an, was sich ergibt. Also mal sehen, was sich da alles so entwickelt, was da so passieren wird. Ja, aber man kann nie wissen, wo der Weg hinführt. Und mit Halsring werden wir jetzt auch schon immer freier. Also ich kann auch den Halsring mal loslassen und so. Also wir sind da ziemlich flexibel und abwechslungsreich. So, das war es jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Dinge über uns erfahren. Ich werde sicherlich irgendwann nochmal ein Fragen- und Antworten-Video machen. Es kommen über die Zeit ja doch immer noch ein paar neue Fragen. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es war halt übersichtlich genug und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss! Wenn auf jeden Fall noch Nachfrage besteht, gerne mehr Fragen. Da kommt meine Schwester. Jetzt ist meine kleine Schwester noch gerade reingekommen. Hast du auch eine Frage an Nele? Willst du Nele etwas fragen? Frag Nele mal was. Was denn? Was du möchtest, kannst du irgendwas fragen? Witty und Shelty. Witty und Shelty? Was ist mit Witty und Shelty? Weil ja immer die putzt. Ja, die putzen wir, genau. Hast du eine Frage dazu? Weswegen wir putzen? Warum putzen wir Witty und Shelty? Das ist eine gute Frage. Soll ich die beantworten? Ich erzähle dir das und ich erzähle auch den Leuten, das ist so süß. Warum putzen wir? Damit Schneewittchen und Shelty sauber sind. Die machen sich ja oft dreckig. Und damit die ein bisschen sauber sind. Die dürfen auch mal dreckig sein, aber die müssen halt auch ein bisschen geputzt werden. Wenn man eine Schabracke raufmacht oder du zum Beispiel auf Shelty oder Schneewittchen reiten möchtest,
muss es darunter sauber sein, damit es keine Scheuerstellen gibt für die. Hast du das verstanden? Damit das sauber ist. Aber die dürfen sich auch ruhig mal dreckig machen. Nur dreckige Ponys sind glückliche Ponys. Jetzt stelle ich noch meiner Schwester, also meiner kleinen Schwester, eine Frage. Findest du es gut, auf Schneewittchen und Shelly zu reiten? Macht das Spaß? Du musst sprechen. Wenn du nur nix, sieht man das nicht. Ja. Ja, das ist gut. Hast du Schneewittchen und Shelly heute schon gesehen? Nein? Oh, müssen wir nur noch hingucken, ne? Nele war auch noch gar nicht da. Nele geht auch gleich nochmal hin. Das war sehr gut. Jetzt bist du mit im Video. Klatsch ein. Yo! Also, das war so der Abschluss des Videos, auch das extra Special zum Schluss. Eine kleine Fragen- und Antwortenrunde mit meiner kleinen Schwester über Schneewittchen und Shelty. Genau, also jetzt wirklich bis zum nächsten Mal und tschüss! Tschüss!